Mein Name ist Estelle Herlin. Ich bin seit 2014 Professorin an der FOM mit den Schwerpunktthemen Nachhaltigkeit und Supply Chain Management. Wir haben im Jahr 2017 ein Kompetenzzentrum für nachhaltige Entwicklung an dieser Hochschule gegründet, das ich zusammen mit der Kollegin Magdalene Devi-Töter aus Hamburg leiten darf. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Beiträge zu leisten zur Umsetzung der Agenda 2030. Das ist das übergeordnete Ziel. Das schließt Beiträge zur Erreichung des 2-Grad-Ziels im Klimabereich mit ein. Diese Zielsetzung ist heute auch eine Zielsetzung der Unternehmen geworden. Die Unternehmen greifen das Thema Nachhaltigkeit auf, integrieren es in ihre Strategien und ja, operationalisieren es in verschiedensten Fachbereichen, in verschiedensten Kontexten. Das darzustellen, das in die Lehre zu integrieren, ist ein Anliegen. Und da den Forschungshintergrund eben auch bereitstellen zu können, das möchten wir mit dem Kompetenzzentrum leisten. In der Publikation zur Bedeutung von Nachhaltigkeit für die ökonomische Ausbildung wird zunächst thematisiert, wie überhaupt das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung entstanden ist und wie die Entwicklung war zur Agenda 2030, die wir ja heute als aktuellen Stand der Dinge haben. Auf dem Weg zum universellen Leitbild fand bereits im Jahr 1972 in Stockholm die UN-Umweltkonferenz statt, bei der sich zum ersten Mal in der Geschichte die Staaten der Welt auf Initiative der Industrieländer trafen, um sich gemeinsam den Fragen des Umweltschutzes zu widmen. Da die Entwicklungsländer allerdings ihren Bedarf an wirtschaftlicher Entwicklung als zweiten wichtigen Punkt auf die Tagesordnung brachten und dieser mit dem Umweltschutz nicht vereinbar schien, fand die Konferenz ein abruptes Ende. Infolge der Stockholmer Konferenz wurde die Bund-Land-Kommission als Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Sie sollte Ansätze entwickeln, die Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung vereinen. In ihrem Bericht von 1987 mit dem Titel Our Common Future definiert sie nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt, ohne dabei die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. 5 Jahre später verpflichteten sich 178 Staaten im Rahmen der UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung und beschlossen das Aktionsprogramm Agenda 21. Einen weiteren wichtigen Meilenstein der Nachhaltigkeitsgeschichte stellen in diesem Rahmen die im Jahr 2000 von der UN verabschiedeten 8 Millennium-Entwicklungsziele dar, die es bis 2015 zu erreichen galt. Unterm Strich kann man heute sagen, dass sich vieles im angedachten Zeitraum verbessert hat. Insbesondere in China wurden viele Fortschritte erzielt, zum Beispiel im Bereich der Armutsbekämpfung. In globaler Betrachtung blieben die Ziele allerdings unerreicht. Nichtsdestotrotz hat die Millennium-Kampagne für viel Aufmerksamkeit gesorgt und Bürger verschiedener Nationen für die Millennium-Ziele mobilisiert und so den öffentlichen Druck auf die Politik zur Durchsetzung der Ziele erhöht. Mit mindestens dem gleichen Ziel wurden im September 2015 17 Sustainable Development Goals verabschiedet, die im Zeitraum von 2016 bis 2030 für alle Staaten der Welt gelten und als globale Nachhaltigkeitsagenda nun die Industrieländer in die Verantwortung nehmen. Wer sind denn die globalen Akteure? Wer könnte es richten? Dann stößt man insbesondere auf die Unternehmen, die in globale Wertschöpfungsketten eingebunden sind. Man stößt auf die multinationalen Unternehmen. Das sind ja letztlich die, die die Globalisierung ausmachen. Und dann geht es um viele, viele Einzelthemen. Das beginnt beim Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Wie kann es gelingen, ökologische und soziale Standards in der Lieferkette, auch in der globalen Lieferkette, wirklich zu verankern? Das Thema Klimaschutz ist ein großes geworden für die Unternehmen. Was ist der Beitrag des Privatsektors? Was kann er beitragen? Ein Schlagwort in dem Kontext ist die private Klimaneutralität. Ein weiterer großer Punkt für die Unternehmen ist das Thema Innovation. Innovation auch im Bereich technologischer Innovationen. Da besteht ein Defizit.
Es gibt zum Beispiel noch nicht die erneuerbaren Energien, die überall auf der Welt preiswert verfügbar sind. Wir haben auch hier in Deutschland nach wie vor das Problem, dass wir erneuerbare Energien nicht speichern können. Wenn man in den Bereich der Mobilität geht, ist da sicher die Lösung für die kommenden Jahre und Jahrzehnte auch noch nicht da. Wie kommen wir zu einem klimaneutralen Mobilitätssystem? Ein anderes Feld, wo es Innovation benötigt, ist die Landwirtschaft. Wir brauchen dringend eine Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft im Kontext eines stattfindenden Klimawandels. Die 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung umfassen im Einzelnen die Bekämpfung von Armut und Hunger, die Förderung eines gesunden Lebens und des Wohlergehens aller Menschen, den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung, die Gleichstellung der Geschlechter, die Sicherung der Verfügbarkeit von sauberem Wasser und Energie, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze und des Wirtschaftswachstums und einer entsprechenden Infrastruktur für Industrie und Innovation, die Verringerung der Ungleichheiten zwischen den Ländern, das Errichten nachhaltiger Städte und Gemeinschaften, die Förderung verantwortungsvollen Konsums, das Handeln gegen den Klimawandel, die Erhaltung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen, die Sicherung des Fortbestands aller Arten und biologischer Vielfalt, die Wiederherstellung von Frieden und Gerechtigkeit sowie die Erschaffung von Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Wenn man sich jetzt fragt, was das Besondere an der Agenda 2030 ist, dann ist auf jeden Fall ihre Reichweite zu nennen. Es ist jetzt erstmals so, dass die Welt eine Agenda beschlossen hat, die tatsächlich in jedem Land der Welt umgesetzt werden soll. So ist der Plan, so ist die Absichtserklärung. Das ist anders, als es noch für die Millennium Development Goals war. Das war eine Agenda nur für die Entwicklungsländer. Jetzt ist es so, dass auch Deutschland diese Ziele sich auf die Fahne geschrieben hat und sie umsetzen möchte. Das Gleiche gilt für die asiatischen Staaten, für die afrikanischen Staaten, für alle Staaten der Welt, natürlich mit ganz anderen Schwerpunkten jeweils, mit großen Baustellen, die werden natürlich differieren. Das Prinzipielle, die Grundlage, die gemeinsame Basis ist aber überall dieselbe. Das ist ein großer Fortschritt. Nichtsdestotrotz muss man sich mit Umsetzungsherausforderungen beschäftigen. Ganz vorne zu nennen sind die Zielkonflikte, die es innerhalb der 17 Ziele gibt. Nicht alle Ziele stehen im Einklang miteinander, insbesondere zwischen den wirtschaftlichen und ökologischen, sowie auch zwischen den wirtschaftlichen und sozialen Zielen bestehen Zielkonflikte. Diese Konflikte gilt es, in den nächsten Jahren gemeinsam zu lösen und die Ziele bestmöglich zu erreichen. Wer sind die entscheidenden Akteure für eine nachhaltige Entwicklung? Wer trägt zur Umsetzung der Agenda 2030 bei? Da sind drei Akteursgruppen zu nennen. Zum einen die Politik selber, die Agenda verabschiedet und erarbeitet hat. Hinzu kommen die Unternehmen, weshalb das Thema natürlich dann auch eines für eine Hochschule für Ökonomie und Management wie die FOM ist. Eine solche Hochschule bereitet Studierende vor, in Unternehmen Führungspositionen einzunehmen. Und da ist die Welt mittlerweile so, dass die Führungskräfte Verantwortung übernehmen müssen, auch für dieses Thema und in einem schwierigen Umfeld an ihrer Position versuchen müssen, das Thema positiv zu bestärken. Hinzu kommen die Konsumenten. Insofern sind auch da wieder die Studierenden, die natürlich nicht nur Studierende sind, sondern auch Verbraucher, Bürger eines Landes, Konsumenten, wie immer man sie nennen möchte, auch noch einmal gefragt. Und insofern ist das Thema Nachhaltigkeit sicherlich eines, das an eine Hochschule wie die FOM gehört.